Zwei pro-palästinensische Demonstrationen in Frankfurt am Main und Essen sorgen in Deutschland für Aufregung. In Frankfurt kam es zu einigen Festnahmen. Es wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung, des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen und des Verdachts der Gewaltdarstellung eingeleitet. In Essen versammelten sich am Freitagabend mehr als 3000 Demonstranten. Unter den Teilnehmern sollen auch bekannte Islamisten gewesen sein. Der Demonstrationszug hätte islamistische Banner geschwenkt und die Errichtung eines Kalifats gefordert. Die Demonstration erfolgte durch eine strikte Geschlechtertrennung. Frauen hätten im großen Abstand zu den Männern laufen müssen. Zahlreiche Teilnehmer sollen auch den Tauhidfinger, ein Symbol, das laut dem deutschen Verfassungsschutz vor allem von Anhängern des politischen Islam genutzt wird. Die Geste bedeutet demnach sinngemäß: Es gibt keinen Gott außer Allah.